Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Banishers Ghosts of New Eden. Wir sind immer noch hier so ein bisschen am Erkunden und Reisen und Schatzsuchen auf dem Weg zu unserer nächsten Nebenquest. Und wir schauen einfach mal, wo es uns auf dem Weg dahin hin verschlägt. Hier scheint ganz schön was los zu sein. Wo wäre denn der da? Kann er mal versuchen. Jetzt lass dich von mir schlagen. Das war's schon. Oh, hier ist schön, ne? Hier ist schön, aber hier ist schon wieder so viel zu sehen. Hier ist so viel zu sehen. Ich hasse das. Eieiei. Da weiß ich doch gar nicht, wohin mit mir. So, was haben wir da? Etwas ist in der Nähe. Das habe ich mir gedacht. Wer ist es? Hallo? Mögt ihr? Okay. Würde schon sagen. Wir können ja jetzt wohl mal. So, haben wir die Ecke fertig? Das Haus hier. Das Haus. So viele Häuser. Aber Häuser birgen oft Schätze. Da haben wir eine Abkürzung. Wir kommen hier nicht nach drinnen. Ah, weißt du was? Komm her. Da guckst du. Nimm die Beine in die Hand. Nö. Mach ich nicht. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Oh, natürlich gibt's hier Wurzeln. Was auch sonst? Gibt's ja keinen Ort mehr ohne Wurzeln in dieser Welt. Was hätte ich auch anderes erwarten sollen? Ach, guck mal, da können wir jetzt einfach hoch und uns die Abkürzung holen oder so. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Vielleicht sehen wir es. Vielleicht sehen wir es gleich. Vielleicht ist da oben das Ding einfach. Hier ist auf jeden Fall was. Gästchen. Die steht auch auf. Eieiei. Vielleicht kommt der Schuss. Eieiei. Du sei mal nicht so schnell jetzt hier. Ach, weißt du was? Ich hau dich einfach so lang. Bist du auf, was mich zu hauen? Erschrocken, ich war so konzentriert. Oh, das war voll daneben. Das war's für dich. So, warum sind wir jetzt hier oben? Weiß ich nicht. Damit wir da ein Seil runterlassen können, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, aber das ist okay. Dinge sind einfach so, wie Dinge eben sind. Ne? Mhm. Oh. Aha. Oh, da müssen wir mal gucken. Wieso können wir da hinten irgendwo hinspringen? Wartet mal. Ich hab das richtig gesehen, oder? Ich weiß noch nicht von da oben wahrscheinlich. Okay. Zettel. Notiz aus Lucy Barrows Schenke. Der Auftrag ist in Arbeit und die Bestellung kommt an, wenn sie eben ankommt. Es bringt nichts, mir deswegen ständig auf die Nerven zu gehen. Lucy Barrow. Komm mal hier hin. Ja. Oh, so viel Grün und so viele Wurzeln. Mhm. Okay, hier ist der Kern. Ups, erstmal kurz. Also, den können wir dann von außen aktivieren. Deswegen haben wir jetzt das Fenster kaputt geschossen. Mhm. Lasst mal sehen. Das sieht auch gut aus. Oh.
Ups, das wollte ich nicht. Aber so idyllisch hier. Ach, Shay. So, also, wir haben hier einen Kern. Wo gehen hier die Wurzeln denn überall lang? Das sehen wir jetzt gar nicht richtig, ne? Wir haben da hinten irgendwo einen Kern. So, wir könnten rennen. Jetzt halt die Frage, ob es die zwei Kerne nur sind. Nur. Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aufs Korn. Ja, wir gucken mal, ob es bei den beiden bleibt. Upsala, das... Sehen wir mal nach, was sich unter dem Efeu versteckt hat. Das war's echt schon. Ah, da können wir erstmal ins Haus gehen. So, was war jetzt da drunter? Ein Kessel. Oh, schön. Also im Haus schon einmal nix. Richtig? Richtig. Dann gehen wir jetzt da hoch. Könnte ein Sprung hinter das Mühlrad möglich sein. Mhm. Wir müssen erstmal verhindern, dass es sich dreht. Aha. Das sehe ich mir an. Okay. I see. Verhindern, dass es sich dreht. Ich sehe es. Komm mal von hier nicht hin. Von wo kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Von hier? Von hier. Jetzt dreht sich's nicht mehr. Okay, jetzt können wir rüber. Eieiei. Was ein Aufwand hier. Nur um da rüber zu springen. Jetzt aber. Wenn jetzt hier nicht der krasse Shit drin ist. Aber das sage ich oft. Und dann ist da nie der krasseste Kram drin. Das ist immer super enttäuschend. Das ist eine Treppe nach oben. So, sonst haben wir hier nichts zum Aufdecken. Das war's doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir möchte. Komm hier nicht raus. Das ist wegen dem Sprung, oder? Ich weiß wirklich nicht, was hier gerade das Ding sein soll. Anscheinend ist da, ob da drin ist was. Aber das bringt mir halt gerade nichts, dass da was drin ist. Das bringt mir nichts, dass da was drin ist. Ich weiß nicht, warum es, was ist hier. Ich bin so verwirrt. Na, also ich sehe jetzt hier nichts. Wir gehen noch mal raus. Lass mich da noch mal rüber, bitte. Kann ich hier von außen... Nee, von außen sehe ich schon mal gar nichts. Ja, ich weiß es nicht. Das hilft mir gerade gar nicht. Wir sehen auch von außen nichts, ne? Ich kann nicht irgendwie... noch irgendwas abschießen. Wir können das nicht bewegen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen.
Mir hilft das hier nicht weiter. Vielleicht ist das auch wieder questbedingt. Vielleicht kommen wir da gar nicht hin, weil das wieder questbedingt ist. Und das Spiel kommuniziert nicht anständig mit mir, dass ich hier noch nicht sein soll. Das kann dieses Spiel sehr gut. Ich meine, ja, ich bin selber schuld, dass ich mich dass ich erkunden möchte, aber man muss es mir auch nicht so schwer machen. Aber vielleicht müssen wir hier halt nochmal her. Dann ignoriere ich das jetzt. Eiskalt. Geh zu diesen blauen Leuchten hier hinten. Sieh zu, dass du da rauskommst. Ich liebe das. Okay, das machen wir jetzt immer öfter. Das ist so gut, seit das so stark geworden ist. So, machen wir Platz. Die nehmen wir uns noch mit. Vielen Dank. Tja. Dann sind wir hier durch. Dann gibt es hier jetzt erstmal nichts mehr zu sehen, weil ich nicht davon ausgebe, dass es hier noch irgendwas gibt. Aber ja, vielleicht bringt uns das irgendwann mal noch was hier zu sein. So. Dann geht's jetzt aber weiter in die Richtung. Jetzt haben wir es langsam. Jetzt haben wir es langsam. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. 200 Meter, Lies. Dann haben wir die nächste Nebenquest erreicht. Das ist halt echt gut. Der sucht nach Nein. Körper. Tust du nicht. Hörst du auf. Ich hab hier was für dich. Frechheit. Absolute Frechheit. Bam. Okay. Rein mit dir. Durch mit dir. Ich würde gerne mal wieder ein Feuerchen finden. Ich hoffe, dass wir dann hier irgendwo ein... Ich hoffe, dass wir hier eins haben. Wobei, da ist schon eins. Also, ja. Aber wir haben hier relativ nah ein Feuer. Also, wir können immer wieder hier ganz gut zurück. Aber wir müssen jetzt erstmal hier drüber. Dann geradeaus. Da haben wir hier zwei Gebäude. Da müssen wir da über die Brücke. Ich würde aber vielleicht erst gern doch den Punkt noch mitnehmen, bevor wir rübergehen. Yep, ich glaube, das passt. Das machen wir genau so. Immer so ein bisschen an den Ufern lang. Ich habe das Gefühl, uns fehlen noch ein paar Sachen von Schatzkarten und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe auch ewig nicht mehr auf die Schatzkarten geguckt, wenn ich ehrlich bin. Das hebe ich mir alles noch ein bisschen auf. So, dann lass mich mal da runter. Ich mag diese ganzen Farms hier. Farmen? Die Farmen? Die Farms? Farmen. So, gehen wir erstmal ins Hütchen. Erst immer in die kleinen Gebäude. Da geht es jetzt auch noch mal lang. Das ist aber quasi derselbe Weg. Quasi, so ein bisschen, fast. Wollte schon sagen, was ist das da, Opa? Aber es sind Pilze. So, kann ich hier irgendwie eine Tür aufschießen? Komme ich hier überhaupt rein? Nein. Naja, gut, da kommen wir nicht hin. Hätte mich jetzt auch fast gewundert, ehrlich gesagt. Aber nur fast. Rüber mit dir. Wir gehen jetzt erstmal oben. Ach komm. Sie lernen es einfach nicht, oder? Nö. Niemals. Oh wow. War da der Zaun im Weg? Verstärkung.
Na komm her. Wo ist das eine? Wie viel sind es denn hier? Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Was ist denn los? Verpisst euch! Das hört ja gar nicht mehr auf. Es hat aufgehört. Hier scheint ein Riss zu sein. Ist das auch wirklich ein Riss? Nee, das ist wieder ein Boss, richtig? Das ist wieder ein größerer Gegner. Spürst du auch die Essenz eines großen, wütenden Kerls? Lass ihn uns beschwören. Ran an den Kerl. Lass ihn uns beschwören. Da, kannst du haben. Wie viele Saftlinge wir mittlerweile haben. Wie jetzt? Jetzt ist das schon wieder fehlgeschlagen. Oh. Ich weiß immer nicht, was richtig ist. Ich werde es nie wissen. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Richtig, ja, das ist richtig. Keine Ahnung. Oioioi. Erhöht den Schaden nach jedem Angriff. Ach du Kacke. Das hat Schaden gemacht. Das ist ja alles schrecklich. Ich krieg dich schon noch. Ja, der trifft mich halt. Was soll ich machen? Schlüpfriger kleiner Scheißer, was? Aha. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Jetzt echt? Oh. Ja, das kann ein bisschen dauern, würde ich sagen. Kopf runter. Ach, ist das eine nervige Sache. Wir haben ihn aber zur Hälfte. Wir warten jetzt, bis unsere Leiste wieder voll ist. Mach dich bereit. Haben wir ein paar übersehen? Gut, hau rauf jetzt. Wir haben ihn, oder? Ach, sehr gut. Ah, da oben. Oh, sehr schön. Geißelanlagerung haben wir diesmal wieder bekommen. Wunderbar. Wir sind wieder ein bisschen stärker geworden. Na, das hat sich doch gelohnt. Das lohnt sich immer ein bisschen. Genau, dann wollte ich zuerst aber hier hin und dann können wir zur Nebenquest gehen in dem Häuschen. Machen wir uns jetzt über die Brücke? Na, das ist doch fein. Da kommen wir bestimmt rüber. Hoffe ich. Gucken wir uns jetzt auch hier, wir gucken uns jetzt nicht in jedem Winkel um. Nur da, wo die wichtigen Sachen sind und alles, was wir auf dem Weg finden, das finden wir. Und alles andere finden wir nicht. Ich bin ganz froh und ich verschreie das jetzt hoffentlich nicht. Da ist wieder ein fettes Schiff. Ich bin ganz froh. Ich spüre etwas in der Nähe. Mm. Ich spüre es, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Dass hier keine von den lila Püppchen sind. Weil es ist sehr unübersichtlich hier. Und ich möchte hier keine lila Puppen suchen. Aber vielleicht finden wir gleich eine und dann nehme ich alles zurück. Ein Femina greift Besitz. Natürlich schieße ich daneben. Aber der hat nur eine Knarre, das heißt, er macht gar nichts. So. Geisterschutzvorrichtung. Wo denn? Ich brauche deine Hilfe. Hier nicht, aber da drüben. Okay, gucken wir mal. So, da kommen wir nicht rein ohne Antea. Die muss ja dann aber relativ nah hier dran sein. Die muss sehr nah hier dran sein. Hm.
Ja, genau gucken. Aha. Ich bin wieder bei dir. So, jetzt kann man da rein. Rein mit uns! Erstmal das ganze Haus niederreißen. Trotzdem beeindruckend. Sehr gut. Und ganz viele Geistergedönses. Und das war's. Okay. Hexenstein, meine ich. Was habe ich gesagt? Geistergedöns, ne? Das war natürlich nicht richtig. So, wir gucken gerade nochmal. Wir sind jetzt hier. Genau, da waren wir. Dann gehen wir jetzt da. Bin ich richtig? Nicht. Da muss ich lang. Da muss ich lang. Das schaffen wir. Was ist denn hier schon wieder? Ich sehe halt leider gar nichts. Oh. Das sieht ja aber spannend aus. Aber ist das dann nicht auch so ein Netz, was wir jetzt gerade noch nicht machen können? Wisst ihr, was ich meine? Da kommen wir auch gar nicht hier. Können da nicht durchs Wasser laufen. Hm. Interessant. Also ich gehe jetzt nochmal hier, aber ich glaube, das bringt uns gar nichts, hier zu sein. Vielleicht hier. Hm. Hier können wir uns aber nicht unten... Nee. Hm. Keine Ahnung. Muss mir auch nichts sagen, alles. Oh. Ich kann nicht, Drury. Ach, Leute. Das hätten sie sich zum Teil sparen können. Also so ein bisschen schon. Also das hätten sie jetzt nicht überall hinpacken müssen. Sagen wir es mal so. So überall habe ich es nicht gebraucht. Wer hat diese Sache hier hingehängt? Wer war das? Hm? Ist das für Red? Das ist für Red, ja? Das ist für Red? Ja. Sehr gut. Tada! 10 Gesundheitspunkte extra für uns. Die man uns jetzt einfach wieder wegnehmen will. Natürlich kann die Innenbewegung nicht... Wer hat sich das ausgedacht? In welchem Spiel ist das so? Wisst ihr, was ich meine? Du bist im Visier. Hm. Na gut. Wir gehen wieder runter. Da natürlich. Ups. Und jetzt endlich haben wir es geschafft. Zur Nebenquest. Zu gelangen. Die jetzt hier irgendwo ist, ne? Da. Wir laufen drauf zu. Da. Ja. We did it. Oh, das ist... Oh. Ja, ich bin sofort da. Ich kann da rüber. Da mag ich erst kurz rüber. Ich bin sofort zur Hilfe. Warte, aber hier waren wir schon. Ja, okay. Okay. Das passt. Hey, wer ist denn da? Ich sehe niemanden. Ach, da! Bitte, gib mir die Kraft! Kann ich mit dir reden von hier? Nö. Oh, einmal drumrum. Okay, hi! Ich hab's geschafft. Lieber Gott, ich brauche dich jetzt. Bitte, schick Hilfe. Die Frage erübrigt sich vielleicht, aber ist alles in Ordnung? Nein. Mir geht das nicht gut. Es gibt Dämonen in der Mühle. Ah, wirklich, jetzt ist okay. I see. Cottle, Sir. Perry Cottle. Hi, Mr. Cottle. Ich bin der Bäcker. Ja. Das ist alles Haskells Schuld. Möge seine unglückliche Seele in Frieden ruhen.
Seine Milde hat den Teufel über uns alle gebracht. Jetzt spazieren Hexen durch das Land. Nun, warum steht ihr immer noch da und gafft Löcher in die Luft? Seid ihr nicht ein Verbanner? Ich sagte doch, es gibt Dämonen. Ja, ja. Erzählt mir alles über diese Dämonen und diese Mühle. Es gibt eine Mühle. Es ist meine Mühle, in der ich Mehl mahle, um mein Brot zu backen. In der Mühle gibt es Dämonen, die die Böse geschickt hat. Ist ja gut. Kein Grund für diesen Ton. Ich werde es mir ansehen. Die Mühle liegt hinter den kargen Feldern und auf der anderen Seite der Brücke. Ich wäre euch für jede Hilfe wirklich sehr dankbar. Ja, krieg ich hin. Werdet ihr hier zurechtkommen? Werdet ihr hier draußen zurechtkommen? Werden wir jetzt zurechtkommen, wo doch unser Gouverneur fort ist? Lucy Barrow ist tot und Dämonen laufen frei herum. Gott hat uns im Stich gelassen. Ja, kriegen wir hin. Ich verbuche das als ein Vielleicht. Und es tut mir leid, dass die Bierbrauerin gestorben ist. Oh, muss es nicht. Standet ihr euch nah? Standet ihr euch nah? Nah? Ja, wir standen uns nahe. Nahe genug, um uns zu hassen. Das ist schön. Und bevor ihr irgendwelche voreiligen Schlüsse zieht, ich habe nichts mit ihrem Tod zu tun, auch wenn ich es war, der die Leiche fand. Ich werde sie nicht vermissen. Das werdet ihr, wenn das Bier ausgeht. Sie scheint euch wirklich nicht viel bedeutet zu haben. Sowohl der Bäcker als auch die Bierbrauerin brauchen Gerste. Wir hatten per Handschlag vereinbart, die Ernte zu teilen. Aber sie brach die Abmachung, ließ mich im Regen stehen. Nein, ich mochte sie nicht. Okay, ja, dann gut. Ich sollte gehen. Genau wie ich, zum Weiler, denke ich. Gott sei mit euch, Verbanner. Ja, ja, bestimmt. Bestimmt ist er das. Tja, dann gehen wir jetzt rüber zur Mühle, da wo wir herkommen. Und eine tote Bierbrauerin. Spukermittlung. 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 Ja. Warte mal, ich muss über die Brücke. Die Brücke. Da. Das ist doch hier die Mühle, oder? Da. Nee, da. 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 Ja. Oh. Ah. Das ist ja wieder typisch. Aber hör auf mich zu schlagen. Frechheit. Weg mit dir. Aua, 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 aua. Was passiert hier? Ich muss lachen. I'm sorry. Okay, jetzt sind wir wieder. Okay. Tolle Dämonen. Ich hatte eine Audienz bei der Legion erwartet. Ja, das wäre ein Ding gewesen, ne? Eines Tages vielleicht. Ah, jetzt können wir da rein. Gut, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!